Ja, ich bin in Düsseldorf geboren, wie meine drei älteren Geschwister auch. Warum meine Eltern das damals ausgewählt haben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber dadurch fühlt man sich halt mit der Stadt schon auf jeden Fall verbunden. Hab früher hier auch viel Eishockey geschaut, ein bisschen bei der Fortuna auch mal zugeguckt und dementsprechend fühlt man sich schon mit der Stadt Düsseldorf verbunden und deswegen freue ich mich auch hier spielen zu können. Also vor allem, weil ich zum Beispiel in Köln spiele, meine Familie in Mülheim an der Ruhr wohnt, ist es halt perfekt für uns, dass wir hier in Düsseldorf spielen können. Kommen schön viele Fans und Familie und Freunde. Wir haben uns sportlich vorgenommen, hier gut zu performen, auf dem Weg zur WM das Turnier auch zu gewinnen, um eine gewisse Standortbestimmung zu kriegen. Und ja, wir sind ganz gut drauf und freuen uns hier drauf. Dass das Rheinland aus der Westen sportverrückt ist, hockeyverrückt ist, das wissen wir. Auch bei der deutschen Endrunde in Krefeld war ja sehr guter Zuschauerzuspruch vor einigen Wochen. Und von daher toi toi toi. Und ich kann nur jeden einladen, herzukommen auf die Anlage, um gutes Herrenhockey sich anzuschauen. Und das ist dann für uns ja auch der emotionale Abschluss und emotionales Highlight unserer WM-Vorbereitung im Sommer, bevor es dann im Oktober weitergeht. Wir freuen uns schon deshalb über Hockey in Düsseldorf, weil wir mit dem DHC zwei Bundesligisten, zwei Erstligisten haben. Und Hockey hat nicht nur in Düsseldorf, sondern in der gesamten Region Köln, Krefeld, Mönchengladbach eine große Tradition. Insofern bieten wir was für die Freunde des Hockeysports. Ja, Hockey sind hier alle sehr begeistert und ich gehe davon aus, dass wir jetzt über die 3 Spieltage auch ein ausverkauftes Haus haben werden, zumindest am Sonntag, wenn es dann zum Finale geht. Ja, wir freuen uns hier natürlich in Düsseldorf zu spielen. Ich meine, ich persönlich bin geboren in Mönchengladbach. Ich wohne aktuell in Köln und mit Düsseldorf ist das Dreieck jetzt komplettiert. Und ich freue mich natürlich riesig darauf, hier zu spielen. Wir hoffen, dass die Bude voll wird und hier ganz viel Spaß haben werden.